Lausche. Ja, hallo liebe Erzählfreaks, und heute haben wir mal was Neues auszupacken. Ein schönes Paket von Konrad. Aber vorher, ich habe zwei von solchen Multitool-Taschenmessern mit Zubehör. Und ich nehme jetzt mal heute das kleine und schreibt mal in die Kommentare, welches ihr beim nächsten Unboxing sehen wollt. Einfach nur Spaß an der Freude. Und das große lege ich jetzt mal beiseite. Jetzt nehme ich mal das kleine. Ist hier das Messerchen. Ist halt technisch genau das gleiche. Nur, dass die eine andere Größe haben. Okay, machen wir mal erstmal hier unten auf. Das ist cool. Das ist nicht so ein glänzendes Paketband, sondern so ein mattes. Das mag ich gerne. Das ist auch, wirkt so ein bisschen ökohaft. Aber das finde ich ganz cool. Ja, das Taschenmesser geht echt ab. Das lege ich mal zur Seite. Muss nur aufpassen. So. Und. Ohoho. Da ist etwas. Tun wir das mal weg. Und da steht es. Aluminium-Montageständer von Really. Ein bisschen Pappe und Werbung. Das brauche ich natürlich nicht. Rechnung brauche ich auch gerade nicht. Fängt so auf. Würden wir, aber ist uncool. Wir machen das hier mit. So. Ja, hier ist das gute Stück. Und zwar, sonst hätte ich immer nur diesen hier. Und der ist nur aus so ein bisschen Lexan und man kann den nicht drehen und nicht aus Alu. Und das finde ich einfach nicht so toll. Und der hier ist, wie man sieht, Aluminium. Also hier stabil. Und auch hier oben mit so einem Schaumstoffpads, was der hier so ein ganz klein wenig hat. Und man kann das Ganze auch drehen. Das finde ich echt gut. Wie viel hat das gekostet? Lass mich überlegen. 13 Euro, glaube ich. Oder 15? Ich weiß es nicht ganz. Auf jeden Fall nicht teuer, finde ich. So, wir machen das Ganze auf. Ah, hier. Ich denke mal, es geht so auf. Ja, und es sieht so aus, als müssten wir noch was zusammenbauen. Ja. Ah. Ja, ja, das mag ich. Ja, das Ding ist hier unten festgeschraubt. Ich glaube, das müssen wir dann hier rausschrauben. Ist jetzt irgendwie keine wirkliche Anleitung. Steht hier was? Ausstattung, Abmessung? Nee, da steht nichts. Kommt das mal weg. Aber ich denke, das ist eigentlich ganz selbsterklärend. Das scheint eine Magnetfläche zu sein. Hier kann man dann so Stoßdämpfer reintun. Ich glaube, wir müssen das Ding hier rausschrauben. Und dann auf der anderen Seite wieder rein. Oh, steht schon mal gut. Dafür habe ich ein schönes Gerät. Vielleicht hört man es, der Boden quietscht ein wenig. Das ist ein bisschen doof. Die passen. Und na komm. Andersrum. Ja, rückwärts. Und los geht's. Ach, das ist mit einer Mutter von unten festgemacht. Da sieht man's. Frage ich mich nur, wie man da dran kommen soll. Das ist ja lustig gemacht. Braucht man so einen kleinen Schlüssel. Ja, ich werde das mal montieren und alles und dann sehen wir uns später wieder. Ja, da bin ich jetzt wieder. Ja, für euch war es eine Sekunde, für mich 10 Minuten oder so, eine Viertelstunde. Ich habe es jetzt zusammengeschraubt und zwar so ein Knarrenschlüssel heißen die, soweit ich weiß. Hier für diese Mutter hatten wir nicht in der Größe und nicht in der Länge. Und deswegen habe ich das hier mit so einer spitzen Zange gemacht, so festgehalten und von der anderen Seite geschraubt. Es ging auch, war ein bisschen aufwendig, weil dann Ganze umdrehen, das Ganze nochmal festmachen. Naja, finde ich ein bisschen doof. Und also an sich habe ich mit Konrad immer eine gute Erfahrung gemacht, aber
Wenn ihr jetzt mal seht, die Kratzer hier vorne. Nee, das ist kein Dreck, das ist ein Kratzer. Oder auch hier drin an den Ecken ein paar Kratzer. Also ich meine, es ist nicht schlimm, aber es fällt einem halt schon auf hier an dem Gummi, was man sieht. Am Gummi die Verarbeitung ist auch nicht so toll. Ja, gemacht ist das ehrlich gesagt richtig scheiße. Sorry Konrad, aber das ist echt richtig doof gemacht. Weil, ich kann ja zeigen, wie ich es bekommen habe. Hier, so war das Ding falsch rummontiert drauf. So, hier steht, höhenverstellbar. Habe ich noch nicht rausgefunden, wie das gehen soll. Vielleicht die Madenschrauben beide rausschrauben, die hier vorne im Hals drin sind und dann höher machen. Weiß ich jetzt nicht. Kugel gelagert, Montageständer aus Aluminium für Fahrzeuge 1 zu 10, 1 zu 8. Als auch als Drehteller für Airbrush geeignet. Ja, hier steht nur noch höhenverstellbar. Kugel gelagert. Ich jetzt gleich noch auf von anderen Sprachen, was auch auf der anderen Seite stand. Ja, und hier ist nichts mehr. Im großen Karton. Ja, hier schön viel Packmaterial. Kann man nachgucken. Und hier die Rechnung. Ich zeige es jetzt natürlich nicht. Konrad-Katalog. Ist ganz cool. So rum. Ganz cool, Konrad-Katalog, kann man auf jeden Fall mal durchgucken. Vielleicht ein paar Sachen mal finden, die einem gefallen. So, dann ist hier drin ein Tchibo-Gutschein, 15%. Ja, falls es jemand braucht, hier ist der Code, ich brauch's nicht. Was haben wir hier noch? Oh, Konrad, 7,50 Euro geschenkt. Und nochmal 5,50 Euro Gutschein, wenn man sich beim Newsletter anmeldet. Ja, das ist halt hier ein 7,50 Euro Gutschein. Den werde ich auf jeden Fall, denke ich mal, einlösen. Hier ist ja auch noch so ein kleiner, wenn man jetzt in der Filiale einlösen kann, was ich daran gut finde. Hier ist ein Katalog dabei, dann kann man auch mal gucken, ob einem da irgendwas gefällt. Boah, Chivo, hau ab, ey. Hier ist ein Katalog dabei. Wenn einem mal irgendwas davon gefällt, hat man halt auch nochmal ein paar Eurochen Gutschein. So, was ist hier noch dabei gewesen? Irgendwas von wegen Wein. Irgendein Weingutschein. Und das ist irgendwie, wenn man da irgendwas mit über die Internetseite, hier Vinos heißt das, scheinbar. Und wenn man dann über Konrad dahin geht, kriegt man wahrscheinlich noch einen Rabatt oder so. So, was haben wir hier? Ich gucke erstmal selbst drauf. Videobuster. Da kann man dann einen Film sich gratis runterladen, scheinbar. Eine Blu-ray gratis. Da steht es, einen Film gratis, Blu-ray oder DVD. Das ist auch ganz cool. Aber was ich damit eigentlich sagen wollte, neben dem, dass hier Werbung für Videobuster, Vinos und auf einmal Chibo drin ist, naja, egal. Hier ist keine Gebrauchsanweisung, das finde ich irgendwie scheiße, weil keine Gebrauchsanweisung, keine irgendwie bildliche Anweisung, wie man es zusammenschrauben muss, das war irgendwie komisch, weil ich habe auch versucht, das hier oben loszuschrauben, das geht aber irgendwie gar nicht, weil es da drin steckt, keine Ahnung. Aber können wir das Ganze mal ausprobieren, wenn wir es schon jetzt geschafft haben. Ich will jetzt hier einfach mal den Slash, der schon ziemlich groß ist, muss ich sagen. Ja, steht drauf. Dreht sich. Hier ist natürlich jetzt gerade der Karton im Weg gewesen. War der Karton im Weg? Ich will ja keinen Rechtschreibfehler machen im mündlichen Format. So. So, da drauf. Das Problem ist, der Slash-Halter hat halt ein gewölbtes Chassis unten. Aber, wie man sieht, es geht. Es ist ein bisschen sehr leichtgängig, was die Leute auch in den Konrad-Bewertungen gesagt haben. Wie ihr seht, kann man Karussell spielen. Aber finde ich eigentlich gar nicht mal so schlimm. Weil, was ich daran halt gut finde, ja, es ist ein bisschen wackelig mit dem Auto hier. Wenn ich jetzt hier den Reifen abschraube und dann den da hinten will, zip, kann ich einfach rüberdrehen, dann hier abschrauben und immer hin und her drehen. Das finde ich einfach gut.
stelle ich das Auto mal beiseite und hol mal den Nitro. So, hier ist der Nitro. Das ist ein bisschen weiter da. Slash da noch steht. So. Ja, das geht schon viel besser. Meine, weil das nicht so rechts, links. Weil es nicht so rechts, links wackelt, sondern sehr fest sitzt. Alles cool. Oh. Ja. Hui. Ja, ist schon ein bisschen sehr schnell, aber. Ist aber auch irgendwie wieder lustig, aber naja, bevor da einige Anfälle kriegen wegen dem Drehenbild, ja, lassen wir das, okay, es funktioniert. Es tut seinen Zweck, ist auf jeden Fall besser als hier dieser Plastik-Lexan-Ständer. Und ja, das war's, bis zum nächsten Mal.